Okay. Auf Moses ist die Tutoriumsanmeldung, die bis in 10 Tagen passieren muss, aber da reden wir gleich nochmal drüber. Muss man ganz kurz eine Sache hier noch ändern. So. Okay. Und ein Untersystem von Moses ist MTS, das Modultransfersystem. Das ist notwendig für das An- und Abmelden von Prüfungen, was schneller wichtig wird, als ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Deswegen reden wir da gleich im Detail nochmal drüber. Ansonsten hat die Uni verschiedene Organisationssysteme. Das erste ist QIS-POS, das im Verlauf eures Studiums immer wieder wichtig werden kann. Das ist das Portal, wo ihr euch einen Notenauszug runterladen könnt, wenn ihr später eine Bewerbung schreibt oder ähnliches und halt nach euren Modulnoten gefragt wird. Findet ihr das auf QIS-POS. TuPort ist das neue TU-Portal, das neue Verwaltungssystem, wo ihr eure Immatrikulationsbescheinigung herbekommt und das vielleicht wichtig ist, um jetzt in den Wochen Austausch mit Krankenkasse, BAföG und anderem Kram den Nachweis, dass er hier studiert. Ja, und als letztes System, das wir einmal durchbrechen, ist das E-Mail-System. Halt, die Uni hat halt einen Exchange-Server und ja, müsst ihr euch halt drauf aufloggen. Ansonsten, die meisten Dinge, die ich jetzt zeigen werde, funktionieren eigentlich nur, wenn man immatrikuliert ist. Sollte jemand noch nicht immatrikuliert sein, hat die Uni Bewerber-Accounts eingerichtet. Ihr habt ja bei der Bewerbung eine Bewerbernummer bekommen und ein Passwort. Und mit diesem Passwort könnt ihr euch auch überall auf ISIS und Moses einloggen, um die Dinge zu machen, die halt jetzt in den kommenden Wochen wichtig sind. Und sozusagen, solltet ihr noch nicht immatrikuliert sein aus irgendeinem Grund, könnt ihr darüber die Sachen, die ich jetzt zeige, machen. Ansonsten, manche Grundlagenmodule haben ihre Kurse auch so eingerichtet, dass man als Gast, also ohne irgendwelche Accounts, sich einfach aufschalten kann und sich die Informationen besorgen kann. So ein paar Sachen, um so ein bisschen Druck rauszunehmen. Ihr müsst euch nur für Prüfungen anmelden. Also ihr müsst euch nicht für eure Lehrveranstaltung, jedenfalls für die Grundlagenmodule, nicht anmelden. Also ihr könnt einfach hingehen. ISIS und Moses sind halt wichtig dafür, dass ihr wisst, wo ihr hingehen müsst. Aber ihr müsst euch nirgendwo anmelden. Das kontrolliert auch niemand, ob ihr da wart oder nicht. Also es ist nicht wie in der Schule. Und halt, ob ihr kommt oder nicht, ist egal. Die Ausnahme sind die Tutoriumsanmeldungen. Da müsst ihr, wie gesagt, bis in 10 Tagen euch angemeldet haben, da weil die Platzvergabe von der Uni zentral geregelt wird und ihr müsst halt planen, wie viele Leute zu welchem Zeitslot irgendwo hinkommen. Aber grundsätzlich so, wenn ihr auf ISIS euch in irgendeinen Kurs einschreibt, auch wenn das jetzt irgendwie so wichtig klingt, ist das ungefähr so wie einen YouTube-Kanal zu abonnieren. Also ihr bekommt Informationen und das war's. So, keine weiteren Verpflichtungen. Und dann nochmal, stellt Fragen. Ich mache im Vortrag 2, 3 Pausen und frage einmal nach, ob bis jetzt alles so ungefähr klar war. Aber auch sonst kommt nach dem Vortrag nach vorne, fragt in der Studienfachberatung nach alles, was euer Studienfach betreffen kann. Also das sozusagen, es betrifft irgendwie, ich studiere Informatik und ist quasi das Problem kann nur Informatikern, also jemand nur passieren oder nur jemandem passieren, der Informatik studiert. Dafür ist die Studienfachberatung der richtige Ort. Wenn ihr Fragen habt, die auch also jedem Studiengang passieren könnte, wie zum Beispiel BAföG, dann geht zur allgemeinen Studienberatung, weil das eine allgemeine Frage ist. Und ansonsten kommt gerne die Freitagsrunde vorbei, und fragt uns da. Im Vortrag, oder anders, die Uni ist eine Behörde. Und in einer Behörde ist alles schriftlich geregelt. Und der wichtige Punkt ist, wo steht was, also wie ist was geregelt und wo steht das? Und die beiden wichtigen Punkte, die ihr sozusagen, die beiden Dokumente, die ihr euch kennen müsst und auch gelesen haben solltet, sind eure Studien- und Prüfungsordnung. Da gibt es für jeden Studiengang eine spezielle. Also der Bachelor Informatik hat eine, Technische Informatik hat eine, Elektrotechnik. Medientechnik, Medieninformatik und Elektrotechnik haben je eine eigene Studien- und Prüfungsordnung. Wenn ihr auf den Webseiten danach sucht, guckt euch bitte die Lesefassung an, weil
Das andere Dokument, also die Lesefassung ist 4 bis 5 Seiten lang und das andere Dokument 20 bis 25 Seiten und man muss sehr viel backtracken, weil da immer die neuesten Änderungen einfach hinten rangehangen werden. Die Lesefassung ist das Sinnvollere. Wenn ihr keinen Bock habt, alles zu lesen, was ihr machen solltet, ist meine Leseempfehlung, Paragraph 5, Gliederung des Studiums zu lesen und das jedes Semester zu wiederholen, weil sozusagen dann versteht ihr, wie euer Studium aufgebaut ist und welche Module ihr belegen müsst. Der andere wichtige Teil ist die allgemeine Studienprüfungsordnung. Das sind die Regeln, die für alle Studierenden an der TU gelten. Und da ist meine Empfehlung, lest das Inhaltsverzeichnis einmal durch und guckt, ob ihr irgendwas Interessantes findet, weil das ist irgendwie 30 Seiten lang. Und ansonsten ist die Leseempfehlung Paragraph 70 Absatz 3, ist die Freiversuchsregelung für Bachelorstudierende im Erstsemester, also für euch. Und vielleicht ganz interessant zu wissen. So, und dann nochmal Schaubild aus alter Folie, um sozusagen ein bisschen Struktur aus dem Vortrag zu erklären. Weil die Uni ja eine Behörde ist, muss sie sich ans Berliner Hochschulgesetz halten. Das gibt vor, dass es eine Alk-Stupo geben soll und eine Stupo geben soll. Ist auch nicht so wichtig. Im Endeffekt muss ich das lesen, so grafisch die Stupo lesen und die Alk-Stupo das Inhaltsverzeichnis. Und jedes Mal, wenn ich in der Präsentation irgendwas referenziere, dann, klappt das jetzt? Nee. Dann steht es oben in der Ecke, auf welchen Paragraphen ich mich beziehe. Wenn ihr also später die Folien nochmal durchguckt oder so, könnt ihr halt dann nochmal nachschlagen, wenn es euch wichtig ist. Also da oben. Jetzt fürs Berliner Hochschulgesetz nicht so wichtig, aber später dann an Stellen wichtig. Und dann ist sozusagen der erste Teil schon fertig. 5 Systeme einmal ganz kurz vorgestellt. Ihr habt 2 Wochen Zeit, die alle einmal euch anzugucken. Wir gehen gleich im Detail nochmal durch alle Systeme durch. Aber ihr müsst in den Grundzügen verstanden haben, was diese Systeme machen und warum ihr sie braucht. Also nicht heute, nicht morgen, aber quasi, wenn es Montag in 2 Wochen losgeht, müsst ihr verstanden haben, okay, dafür brauche ich ISIS, dafür brauche ich Moses, darum ist es wichtig, meine Mails zu lesen. Und jetzt ist der zweite Teil vom Vortrag die Idee, dass wir einmal gemeinsam durch ein Semester exemplarisch durchgehen und die wichtigsten Stationen zusammen einmal besuchen und einmal angucken, was so schiefgehen kann oder worauf man achten sollte. Ich habe hier noch die Folie aus dem letzten Jahr, aus Corona-Zeiten durch das hybride Semester, damals Corona. Dieses Jahr haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir zu wenig Gebäude an der TU haben. Also wer die Nachrichten so ein bisschen verfolgt hat, uns ist das Mathe-Gebäude ist im Augenblick nicht so wirklich benutzbar und das Physik- und technische Chemie-Gebäude auch nicht. Im Endeffekt heißt das, ihr habt zu wenig Räume, also die Uni hat zu wenig Räume, um alle Leute unterzubekommen. Und es kann euch passieren, dass manche Tutorien, die ihr bekommt, keinen Raum zugeteilt bekommen haben. Und ihr werdet ein Online-Tutorium besuchen müssen. Es ist noch nicht ganz klar, wie viele Online-Tutorien es gibt und wer Online-Tutorium abbekommt, ob es die ersten sind oder die höheren Semester. Aber nur als Warnung, es kann halt passieren, dass es manche Online-Veranstaltungen gibt, einfach weil die Uni im Augenblick zu wenig Räume hat, um alle unterzubekommen. Genau. Wir haben vorher und auch nachher noch ein kleines Heft, das sich keine Panik nennt, wo der gleiche Vortrag als Nachschlagewerk bzw. die wichtigsten Stichpunkte drin sind. Und da ist auch diese Flowchart drin. Der ist fürchterlich zu lesen an der Präsentation. Deswegen habe ich die wichtigsten Punkte abgeschrieben und wir quasi gehen die einmal durch. Aber wenn ihr später oder nach dem Vortrag nachschlagen wollt, im Endeffekt gehen wir dieses Flowchart jetzt einmal durch und ja, quatschen durch, was man so beachten muss. Und als ersten wichtigen Punkt, weil es sonst schief geht nochmal, das erste System einfach. Meldet euch mit eurem quasi Account auf dem E-Mail-Server an. Es gibt dafür Anleitungen von der TU und lest eure E-Mails regelmäßig. Ihr seht, da oben habe ich wieder einen Paragraphen verlinkt. Wenn ihr anfangt zu studieren, unterschreibt ihr, dass ihr euch an die Alk-Stupo haltet. Und in der Alk-Stupo steht drin, dass ihr eure Mails zu lesen habt. Also, wenn ihr es nicht macht und irgendwas quasi verpasst, gibt es keine Entschuldigung, weil ihr habt unterschrieben, dass ihr eure Mails lest. Und ja, es wird dann auch nicht mehr. Im ersten Semester wird noch ein bisschen Rücksicht genommen, aber später wird nicht mehr viel Rücksicht drauf genommen. Wenn du halt irgendwas verpasst, dann
Ja, selbst schuld. Andere Sache, aber das kriegt man selbst mit. Die Uni hat so eine Tendenz dazu, euch ein bisschen zuzuspammen, wenn man die falschen Einstellungen wählt. Das lässt sich aber umstellen, sodass man die Mails als Zusammenfassung als eine Mails bekommt und nicht jede neue Nachricht, die irgendwo geschrieben wird in einem Forum, als einzelne Mail irgendwo bei dir ankommt. Das ist ganz sinnvoll anzuschalten, weil sonst liest man es auch nicht. So, Beginn des Semesters ist in dem Flowchart 3 Punkte und der erste Punkt ist quasi mit KommilitonInnen absprechen oder Leute kennenlernen und nutzt die ersten 2 Wochen, um mindestens eine weitere Person kennenzulernen, weil alleine werdet ihr im Studium, also es wird sehr schwer. Ihr werdet, nutzt jetzt die E-Woche, die Veranstaltung, um Leute kennenzulernen, euch abzusprechen, wie viele Module ihr machen wollt, welche Module ihr machen wollt. Und nutzt zum Beispiel den TU-eigenen Messenger-Dienst Matrix oder, keine Ahnung, Telegram, Discord, WhatsApp, whatever, so, um quasi euch zu vernetzen, um in Kontakt zu kommen, um nicht alleine studieren zu müssen. Die anderen beiden Punkte, die so im Flowchart noch sind, sind Module raussuchen und für Tutorien anmelden. Gehen wir jetzt gleich im Detail noch drauf ein. An der Stelle ganz kurz dann Eigenwerbung. Die Uni hostet einen eigenen Messenger-Dienst, Matrix, auf dem die Freitagsrunde sehr aktiv ist und manche Abteilungen der Uni, nicht alle, manche benutzen es, manche nicht, aber es kann ganz praktisch sein, ihn zu haben. Und ja, also die Ersteinrichtung ist ein bisschen hakelig, aber danach funktioniert es genauso wie alle anderen Messenger-Dienste und es gibt gute Anleitungen, Erklärungen auf den Webseiten. Also probiert es mal aus. Ansonsten, wenn ihr nach dem Vortrag das Gefühl habt, so, ey, das war immer, also klingt immer noch alles sehr kompliziert oder keine Ahnung, ob ich es schaffe, in der nächsten Woche genug Leute kennenzulernen, dann hat die Uni ein eigenes Mentoring-Programm, wo Leute aus dem dritten oder höheren Semester, also Leute, die schon ein paar Semester studiert haben, sich mit euch treffen, in kleinen Gruppen, so bis zu 20 Leute und 2 Studis aus höherem Semester. Und man hat 4 bis 5 Treffen in der E-Woche, also in den kommenden 10 Tagen, und dann nochmal 3 bis 5 Treffen im Semester bis Weihnachten. Und die höheren Semester versuchen halt, eure Fragen noch zu klären, alle Sachen, die irgendwie unklar sind, noch abzufangen. Es ist ein weiteres Angebot. Ich habe es zur Corona-Zeit vor 3 Jahren auch besucht, mir hat es damals sehr geholfen. Aber es ist freiwillig, ihr müsst nicht hingehen. Ja, ansonsten, ich habe den QR-Code und den Link raufgegeben. Wenn ihr auf die Webseite geht und ein bisschen runterscrollt, habt ihr links so einen roten Button, wo die Anmeldung noch 1, 2 Tage geht und rechts so 2 grüne Knöpfe. Und da werden die Einführungsveranstaltungen wesentlich übersichtlicher als auf den Webseiten verlinkt. Und es empfiehlt sich, da einfach raufzuklicken und es da durchzugucken, weil dann kann man auf einen Blick sehen, was in den kommenden Wochen noch so als Angebot da ist und muss nicht. Also ich habe gestern versucht, auf den Webseiten das nochmal zu finden und habe es nicht geschafft. So. Also ich würde es über diesen Knopf da machen und ja, da sieht man alles auf einen Blick. So, dann geht es zur Stundenplanerstellung und das unterscheidet sich so ein bisschen, in welchem Semester man ist. Aber da ich so davon ausgehe, dass ihr alle anfangen zu studieren, studiert ihr sehr wahrscheinlich nach Studienverlaufsplan. Das heißt, ihr nehmt euch euren Studienverlaufsplan, der in eurer Stufe auch drinsteht. Ich habe den jetzt aus der Informatik mitgebracht und guckt halt nach, was im ersten Semester empfohlen wird zu machen. Ihr könnt so viele oder so wenig Module in einem Semester machen, wie ihr wollt. Also ihr könnt am Ende auch mit 0 Modulen aus dem Semester rausgehen, ist kein Problem. Ihr könnt auch, keine Ahnung, den ganzen Bachelor in einem Semester machen. Also viel Spaß. Genau. Und im Endeffekt, ihr guckt euch an, was im ersten Semester studiert wird. Die meisten Module werden entweder im Winter- oder im Sommersemester angeboten. Also ihr könnt nicht anfangen und sagen, naja, dieses Zweisemestermodul sieht interessant aus. Mache ich jetzt mal, weil es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Sommersemestermodul ist und damit ja, nicht angeboten wird jetzt im Winter. Wenn ihr abweicht im ersten Semester vom Studienverlaufsplan, zum Beispiel weil ihr Analysis 1 und lineare Algebra schon gehört habt, dann geht zur Studienfachberatung oder quatscht mit höheren Semestern, quatscht mit euren Mentoren oder so, weil
ist nichts Triviales, einfach ein Drittsemestermodul zu wählen. Also die haben Abhängigkeiten untereinander und nicht nur in der Informatik, in allen Studiengängen. Also quasi passt so ein bisschen auf, was ihr da macht, wenn ihr von der Empfehlung abweicht. Wenn ihr das erste Semester fertig seid, habt ihr genug Erfahrung, um sozusagen selbst einschätzen zu können, was schwierig und was leicht werden wird. Aber jetzt am Anfang lasst euch einfach gut beraten. So, wir werden jetzt zusammen versuchen, uns für Analysis 1 und lineare Algebra einzuschreiben. Ich werde es abkürzen mit Annalina, weil ich das sonst nicht die ganze Zeit ausgesprochen bekomme. Und der erste Schritt für euch ist, ihr geht auf ISIS und ja, werdet halt begrüßt mit dieser Anmeldemaske und könnt da oben auf Suche klicken. Kurze Anmerkung, ich habe das als Screenshots gemacht, weil ich den Uni-Webseiten in der E-Woche nicht ganz vertraue. So, und so weiß ich, dass ich meine Fotos habe und es funktioniert. Ihr habt zwei Möglichkeiten, also ihr habt Suche und alle Kurse. Die Suche auf ISIS ist grundsätzlich kaputt. Also wenn ihr den Namen sozusagen von Annalina da eingibt, ist es nie das erste Ergebnis. So, es war heute das siebte Ergebnis, nachdem sechs andere Kurse vorgeschlagen worden sind. Und das ist bei den anderen Modulen ähnlich. Also ich habe Programmieren 1 gestern nochmal eingegeben. Das für die Wirtschaftsinformatiker ist das dritte Ergebnis. Davor kommt Grundlagen der Raketentechnik und irgendwas anderes so. Und es ist nicht so unendlich hilfreich. Also bei der Suche nicht verzweifeln, sondern runterscrollen. Oder bis auf Annalina, ihr könnt sagen, okay, ich möchte alle Module der Fakultät 4 haben, weil ihr studiert an der Fakultät 4, könnt auf alles ausklappen klicken und dann Steuerung F machen und den Kurs finden. Funktioniert besser als die Suchfunktion und geht einfach schneller. So, aber also die Kurse sind irgendwo und genau, also ein bisschen Geduld haben und nicht sofort verzweifeln. Du findest den Kurs dann irgendwann. Ich habe dann gestern Abend Annalina eingegeben und kurze Side-Note, ich habe den Kurs gar nicht gefunden, weil er nicht freigeschaltet war, aber heute ist er freigeschaltet, weil ich habe nachgefragt und sie haben ihn jetzt freigeschaltet. Und theoretisch sieht man jetzt, wenn man das sucht, halt auf siebten Eintrag diesen Kurs, Analysis 1 in linearer Algebra und klickt drauf. Kriegt dann diese Login-Maske. Hier sieht man, dass ich mit PowerPoint nicht klarkomme, weil ich hätte gern dieses Logo weggehabt, aber dann war die ganze Präsentation kaputt. Auf jeden Fall diese Login-Maske kommt. Ihr könnt auf TU-Login klicken, könnt euren Account oder euren Bewerber-Account nehmen und kommt rein. Ansonsten könnt ihr es auch versuchen, als Gast anmelden. Ihr kommt irgendwie in diesen Kurs auf jeden Fall rein. Und das ist wichtig, sozusagen, dass ihr das in den nächsten 2 Wochen auf die Reihe bekommt. Genau. Und dann seid ihr drin und ISIS als Informationssystem gibt euch sozusagen gleich oben den Text, was jetzt so in dem Kurs passieren wird und listet halt auf organisatorisches, okay, wie viele Vorlesungen gibt es, wie viele Übungen oder Großübungen gibt es, wie viele Tutorien gibt es. Das heißt, alles, was ihr braucht, steht da in Stichpunkten. Das ist bei jedem Kurs das gleiche System. Oben steht einfach drin, so, dann geht's los, so viele Vorlesungen sind es und so weiter. Und das macht ihr mit euren Modulen aus dem Studienverlaufsplan, je nachdem, wie viele belegen wollt und welche Module es sind. Unterscheidet sich ja von Studiengang zu Studiengang. Und habt sozusagen die ersten Informationen, den ersten Haken, den ihr setzen könnt, habt eure Kurse alle auf ISIS gefunden. Wenn ihr einen Kurs auf ISIS nicht finden solltet, vor allem weil ihr schon Annalina gemacht habt oder irgendwas Spezielles sucht, dann müsst ihr das über das andere Lehrsystem, über MOSIS und das Subsystem MTS, das Modultransfersystem machen. Das habe ich gestern auch gemacht mit Annalina, den Kurs, den ich nicht gefunden habe. Muss mal so, was man das jetzt hier mein Computer macht, Faxen. Aber so. Geht das noch? Also im Endeffekt, das ist die MOSIS-Webseite. Ihr loggt euch ein. Ich bin noch nicht eingeloggt. Die Sachen funktionieren auch ohne Einloggen noch. Und könnt oben habt ihr so zwei Reiter. Und der eine ist Modultransfersystem. Ihr geht darauf und habt links einen Reiter, wo ihr nach Modulen oder nach Studiengang direkt suchen könnt. Und so könnt ihr auch noch mal
nach den Modulen aus dem Studienverlaufsplan gucken. Und so habe ich dann auch Analysis 1 und lineare Algebra gefunden. Die Suche auf MOSES funktioniert richtig gut, anders als auf ISIS. Also ihr gebt es ein und der Vorschlag springt sofort auf das Richtige. Ihr müsst den Namen nicht mehr richtig ausschreiben. Und warum ist das auf MOSES so wichtig? Auf MOSES habt ihr die offizielle von der Uni genehmigte Modulbeschreibung. Also ihr könnt sozusagen nachgucken, wer ist das für das Modul verantwortlich, wie viel LP gibt das Modul und wo ist die Kontaktadresse. Das ist das, was ich auch gestern gemacht habe. Ich habe halt rausgesucht, wer ist verantwortlich und habe die Person angeschrieben und gefragt, ja, was ist jetzt, wo ist der Kurs? Und im Endeffekt solltet ihr irgendeinen speziellen Kurs finden. Die Erstsemesterkurse sollten alle online sein, aber könnt ihr so die Kontaktadresse von dem Modul finden und dem Modulverantwortlichen, dass ihr wisst, wen ihr anschreiben müsst, sollte es da irgendwie zu Problemen kommen. Und wenn euch das zu blöd ist, könnt ihr halt auch halt höhere Semester fragen, die Studienfachberatung fragen. Halt, ihr müsst es nur geklärt haben in den nächsten 2 Wochen. Ihr müsst eure Kurse gefunden haben. Und es ist halt, kann halt schwierig sein. So. In MOSES sind auch noch andere Sachen hinterlegt, zum Beispiel, welche Lehrveranstaltungsarten es gibt. Bei Annaline gibt es 3 Vorlesungen die Woche, mit VL abgekürzt in MOSES. Es gibt Übungen, die auch Großübungen genannt werden. Die war jetzt bei Annaline dieses Semester freiwillig. Und es gibt Tutorien, die Arbeit in kleinen Gruppen, 20 bis 30 Leuten. Grundsätzlich ist so, die Vorlesung wird vom Professor gehalten. Wenig Interaktion, gerade Annalina sind irgendwie 1000 Leute. Da ist halt schwierig mit viel Austausch. Großübung ist freiwilliger, weniger Leute gehen hin. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter oder eine wissenschaftliche Mitarbeiterin hält den Vortrag. Es ist quasi möglich, mehr Rückfragen zu stellen und es werden also es wird noch mal ein bisschen die Themen vertieft, die in der Vorlesung dran kamen. Und in den Tutorien, Kleingruppenarbeit mit Tutoren, Tutoren, 20 bis 30 Leute. Also Möglichkeit, mehr Austausch zu haben. Es gibt theoretisch noch mehr Lehrveranstaltungsarten an der Universität, aber im Erstsemester werdet ihr wahrscheinlich, quasi werdet ihr wahrscheinlich nicht begegnen, mit der Ausnahme der integrierten Lehrveranstaltung, der integrierte Veranstaltung, was so ein Mix aus allen ist und manche bieten das an. Aber quasi wichtig ist für euch Vorlesung, Übung und Tutorium, weil ihr auf MOSES, wenn ihr es auf dem ISIS-Text nicht rauskommt, nachgucken könnt, wie viel Vorlesung hat mein Modul denn und wie viel Tutorien hat mein Modul. Ich habe wieder Annalina rausgesucht. Annalina sagt, 6 Stunden Vorlesung die Woche. Eine Vorlesung geht immer 2 Stunden, also eigentlich 90 Minuten, aber man sagt 2 Stunden. Das heißt, ihr habt 3 Vorlesungen die Woche und 4 Stunden Tutorien. Auf der ISIS-Webseite stand, sie haben ein normales Tutorium und ein Projekttutorium. Keine Ahnung, was ein Projekttutorium ist, aber sie werden es euch auf ISIS erklären, bestimmt. Das heißt, ihr habt für dieses Modul schon 10 Stunden Aufwand jede Woche, einfach nur um die Veranstaltung zu besuchen, nicht um Hausaufgaben zu machen oder nochmal irgendwas zu klären, wenn ihr was nicht verstanden habt. Das heißt, ihr müsst nochmal extra Zeit drauf rechnen. Und das heißt, wenn ihr quasi das für alle Module macht und durchrechnet, werdet ihr feststellen, dass eine relativ volle Woche irgendwie generiert. Und vielleicht, also die Idee ist so ein bisschen, oder die Frage ist, wie viele Module soll ich denn wählen? Und die Antwort ist schwierig. Manche empfehlen im ersten Semester es mal zu probieren mit 27 bis 30 LP, aber im Schnitt 50% der Leute im Bachelor an der Fakultät 4 brauchen 10 Semester, um mit ihrem Bachelor fertig zu werden. Der Bachelor hat 180 LP, durch 10 geteilt sind 18 LP im Semester. Das heißt, eigentlich nach Annalena auch ein Modul und ihr seid im Schnitt. Ihr könnt auch gerne mehr versuchen. Ihr habt die Freiversuchsregelung im ersten Semester. Aber also probiert es aus. Manche schaffen es, manche nicht, ich weiß nicht. Also quasi 50% schaffen 18 LP pro Semester. Und ich habe damals auch gedacht, ich schaffe bestimmt 30. Und jetzt bin ich im 7. Semester, also habe es nicht geschafft, so mit 30 LP pro Semester. Okay, nur als Hinweis, so, wenn ihr das Gefühl habt, es ist zu viel, ihr seid damit nicht alleine. So, es geht vielen Leuten so. Es ist quasi nicht so ganz designt, dass man es wirklich schaffen kann.
Okay. Letzte Sache noch auf Moses. Gibt es neben der Modulbeschreibung und was für Veranstaltungen drin sind, gibt es auch noch das Vorlesungsverzeichnis, wo ihr nachgucken könnt, in welchem Raum euer Tutorium und eure Vorlesung und so weiter ist. Für die Vorlesung ist wahrscheinlich nicht so wichtig, das steht auch auf ISIS, aber solltet ihr mal ein Tutorium verpassen, weil ihr krank seid oder einen anderen Termin habt, könnt ihr, also ihr solltet vorher fragen, ihr müsst vorher nicht fragen, ihr könnt das Tutorium wechseln. Und dann ist aber, manche ISIS-Kurse sagen nicht, wo alle Tutorien sind, könnt ihr nachgucken im Vorlesungsverzeichnis. Ihr gebt euer Kurs wieder ein, klickt auf Tutorium und findet sozusagen die Räume, in denen das angeboten wird und die Uhrzeiten, in denen das angeboten wird und könnt halt einfach ausweichen und müsst nicht nachfragen gehen. Also ihr könnt euch diese Informationen selbst besorgen. Ich habe es jetzt einmal für die Vorlesung gemacht, für Annalina. Da sind mehr als drei Blöcke. Das liegt daran, dass Annalina keine Lust mehr drauf hat, sozusagen 1.000 Leute in einem Hörsaal zu haben und sie haben drei Vorlesungsveranstaltungen nebeneinander. Also ihr könnt euch aussuchen, es gibt sozusagen drei Themen die Woche und jedes Thema wird dreimal von unterschiedlichen Leuten in unterschiedlichen Hörsälen zu unterschiedlichen Zeiten oder auch zeitgleich gehalten, damit wir die Leute besser verteilt bekommen. Genau. Die letzte Sache, die ihr über Moses macht und die nur funktioniert, wenn ihr eingeloggt seid, ist die Tutoriumsanmeldung. Die Tutoriumsanmeldung ist deswegen wichtig, weil die Uni muss planen, wo, zu welcher Zeit, wie viele Leute sind. Also ihr könnt nicht einfach irgendwo ins Tutorium gehen, weil wenn dann quasi sich zwei, also der ganze Raum entscheidet, lass mal Mittwoch in dieses Tutorium gehen und das ist Platz für 20 Leute und auf einmal stehen 200 vor der Tür, funktioniert nicht. Also Tutoriumsplanung, Tutoriumsanmeldung über Moses. Wenn ich mich anmelde, erweitert sich oben der Reiter und ich habe auch einen Reiter, der Tutoriumsplanung heißt. Deadline dafür, Mittwoch in 2 Wochen. Wieder die Suchfunktion, anders auf ISIS funktioniert die. Ich gebe den Namen vom Modul ein und drücke Enter und das war's. Ich bin fürs Tutorium angemeldet. Ich bekomme oben so eine Anmeldemaske, sagt noch einmal, okay, sind angemeldet. Man kann sich auch jederzeit wieder abmelden. Also ich habe mich jetzt auch von Annalina wieder abgemeldet, nachdem ich den Screenshot gemacht habe, weil habe das Modul schon. Aber theoretisch macht man das einfach mit all seinen Modulen aus seinem schönen Verlaufsplan, die man halt besuchen möchte, damit die Uni einen schedulen kann. So. Diese Maske unten, dieses Fenster hat noch kleine, sozusagen hat da unten noch so einen kleinen Subtext, Gruppe anmelden. Und wenn ihr jetzt in der E-Woche jemanden gefunden habt in den ersten 2 Wochen, mit denen ihr zusammen ein Tutorium besuchen wollt, dann könnt ihr eine Gruppe auf Moses aufmachen, wo ihr euch eintragen könnt und das System versucht euch dann ins gleiche Tutorium einzutragen, damit im Tutorium müssen Hausaufgaben abgegeben werden. Man möchte halt mit seinem Lernpartner zusammen, seiner Lernpartnerin zusammen Hausaufgaben machen, zusammen abgeben, zusammen verstehen, was die Fehler sind. Kurzer Einschub zu Gruppenarbeiten. Tutoriumsgruppen kann man auf Moses anmelden. Und das sorgt dafür, die Tutoriumsgruppen können, aber müssen nicht die Hausaufgabengruppen sein. Also wenn ihr nach 2 Wochen merkt, ey, das funktioniert nicht, könnt ihr auch eine andere Hausaufgabengruppe bilden, also nicht verpflichtend. Und es hilft aber als Lerngruppe, die gleichen Zeiten zu haben. Man trifft sich in der Uni zur gleichen Zeit. Und auf der Folie auch habe ich sozusagen mitgebracht ein paar Sachen. Wenn ihr als Gruppe arbeitet, zu zweit oder zu dritt, Annalina hat zwei wöchentlich oder wöchentlich Hausaufgaben. Da sind drei Aufgaben drauf, weil sie Dreiergruppen erzwingen, damit die Tutoren weniger Korrekturaufwand haben und ihr könnt euch die Aufgaben halt dreiteilen. Jeder macht eine Aufgabe. Meldet euch frühzeitig bei euren Gruppenpartnern oder sonst wo, wenn ihr mit eurer Aufgabe, wenn ihr das nicht versteht. So, die Aufgaben sind nicht gleich schwer, so, und es kann also sein, dass jemand eine schwere Aufgabe bekommt und dann, es sorgt halt für Frust, wenn einer 5 Minuten vor Abgabe sagt, übrigens, ich habe nicht verstanden, was die Aufgabe von mir möchte und ich habe auch nichts gemacht. Und dann steht ihr als Gruppe halt da und ihr habt eventuell ein Hausaufgabenkriterium zu erreichen. Also meldet euch frühzeitig. Die andere Sache ist, wenn ihr in eine Gruppe kommt,
Und es funktioniert nicht, weil die Zeiten funktionieren nicht oder jemand macht seine Aufgaben nicht. Dann sagt Bescheid bei den Verantwortlichen, bei eurem Tutor oder bei dem wissenschaftlichen Mitarbeiter und quasi dann wird eine neue Gruppe gescheduled. So für mich, die Faustregel ist, zwei Leistungsstarke können eine leistungsschwache Person mitziehen, aber eine leistungsstarke Person kann nicht zwei leistungsschwache Personen mitziehen in einer Gruppe. Also probiert es nicht aus, funktioniert nicht. So spätestens ab Woche 6 oder 8 sind die Hausaufgaben, dass du brauchst jemanden, mit dem du dich darüber austauschen kannst, sonst klappt das nicht. Ja, und ansonsten, Klausur schreibt dir alleine, so, weil sonst ist Täuschung, aber quasi versucht die Lösung der anderen nachzuvollziehen, weil am Ende müsst ihr alles verstanden haben und die Hausaufgaben sind halt eine gute Hilfestellung. Genau. Wir haben jetzt bei Moses uns für Annalina eingetragen, haben uns eine Gruppe gewählt oder auch nicht, kann man auch später machen. Und wenn man weiter runter scrollt, kommt so ein Stundenplan, wo man so drei Wahlmöglichkeiten hat. Man kann irgendwas grün kreuzen, im Sinne von, da möchte ich auf jeden Fall, irgendwas gelb kreuzen, da möchte ich nicht. Und blau ist mir egal. Also ich habe jetzt für mich 8 bis 10 Uhr von Montag bis Freitag rausgenommen, weil keine Lust, früh aufzustehen. Und Freitag ist Freitagssitzung, also habe ich auch geblockt. Und ansonsten habe ich da jetzt quasi ein paar Punkte grün gesetzt. Wenn ihr mit einer Gruppe irgendwas zusammen macht und ihr euch, der eine sagt grün an der einen Stelle und der andere sagt kann nicht, dann wird das System euch nicht als Gruppe zuteilen können. Also quatscht euch vorher ab, was ihr da klickt. Und das andere Problem bei Annalina zum Beispiel ist, Moses bekommt es nicht hin, die drei Vorlesungstracks vernünftig abzubilden. Das heißt, eigentlich müssten hier irgendwo ausgegraut sozusagen Blocks erscheinen, wo eure Vorlesungen sind. Weil wo Vorlesung ist, kann kein Tutorium sein. Moses, weil das jetzt neue Idee, letztes Jahr gab es nur eine Vorlesung, Moses bekommt es nicht abgebildet, eure Vorlesungen zu blocken. Vielleicht kriegen sie es in der nächsten Woche noch hin. Aber quasi blockt eure Vorlesung. Wenn ihr euch entschlossen habt, am Montag zur Annalina-Vorlesung zu gehen, dann könnt ihr da kein Tutorium besuchen. Also ihr müsst sozusagen mit Isis und Moses zusammenarbeiten, damit quasi diese Wahlmöglichkeit am Ende Sinn für euch ergeben. Und denkt daran, wenn ihr sozusagen sagt, ich mache am Dienstag von 10 bis 16 Uhr alle Tutorien. Ihr müsst irgendwann Mittagspause machen oder so. Also es ist jetzt noch nicht da, aber quasi plant eure Pausen mit ein. Und also drei Tutorien am Stück, irgendwann funktioniert es auch nicht mehr. Okay. Wir sind damit durch dann sozusagen. Wir haben Isis, Moses, MTS genutzt, um sozusagen unseren Stundenplan auf Papier und die Tutoriumsplanung zu machen und gehen jetzt im Semester über in die Vorlesungszeit. Über die Vorlesung und Kram quasi werde ich nicht so viel erzählen, weil müsst ihr selbst rausfinden. Aber ich würde gerne über die Prüfung anfangen zu reden und vor allem über die Portfolioprüfung. Wir haben an der Universität drei Prüfungsformen: schriftliche und mündliche Prüfungen, relativ selbsterklärend, das gleiche wie in der Schule. Und Portfolioprüfung, halt eine Überlegung der Uni, verteilt über Semester viele Teilleistungen aufzubauen, als eine Hausaufgabe hier, ein Test da, ein Referat, egal. Und am Ende werden die Punkte zusammengerechnet zu eurer Endnote. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist, man kann sozusagen vor dem Abschlusstest, den man in manchen Modulen schreibt, schon das Modul bestanden haben, weil man vorher die bewerteten Hausaufgaben alles schon erfüllt hat und dann hat man 50 von 100 Punkten, hat mit einer 4-0 schon bestanden. Also kommt regelmäßig vor, einer der Vorteile. Wir reden gleich auch über den Nachteil und das Problem. Grundsätzlich könnt ihr auf Moses, da steht es auf jeden Fall, aber auch auf Isis nachgucken, was für eine Prüfungsform es ist. Also ihr seid wieder auf Moses und ihr habt oben ja den Modulverantwortlichen, darunter welche Modulbestandteile es gibt, Vorlesung, Übung, Tutorium und weiter drunter ist, welche Prüfungsform ist es denn und wie viele Prüfungen gibt es? Also es ist keine Überraschung. Ihr wisst vorher schon, ihr könnt sozusagen in diesen Wochen nachgucken, was muss ich am Ende machen. Also man kann nicht mitten im Semester anfangen, oh, ich schreibe jetzt hier noch eine Prüfung. Es ist vorher geplant und auch genehmigt worden von der Uni. Also ihr könnt nachlesen und es gibt eigentlich keine Überraschung, was das angeht. So, jetzt das Problem mit den Portfolioprüfungen.
Ihr müsst euch relativ früh dafür anmelden, weil die Idee ist, sollt euch anmelden, bevor ihr die erste Prüfungsleistung seht. Also ihr sollt nicht die erste Hausaufgabe sehen, sagen, das ist viel zu schwer und euch dann wieder abmelden. Und das heißt, ihr könnt euch, wenn ihr euch jetzt anmeldet, weil ihr sagt, ihr macht das alles, euch nur einen Tag bis Ausgabe der ersten Prüfungsleistung wieder abmelden. Erstes Semester vielleicht noch nicht so problematisch. Im zweiten Semester für die Informatiker zum Beispiel gibt es nur Portfolioprüfungen. Und das heißt, wenn du alle fünf anmeldest und dann merkst, es wird dir zu viel, kommst du nicht mehr raus, nachdem du die erste leichte Hausaufgabe geschrieben hast und dann kommt die zweite schwere Hausaufgabe. Im ersten Semester ist es noch nicht so ein Problem. Im zweiten Semester ist es schon problematisch, aber bis dahin habt ihr das System gut genug verstanden, dass ihr das selbst einordnen könnt. Wie viel Module ihr machen könnt und ob ihr das handeln könnt oder nicht. Und für die Leute, die Einführung in die Programmierung hören, also Informatik, technische Informatik, Medieninformatik, Medientechnik, glaube ich auch, die anderen machen was anderes. Der C-Vorkurs, den die anbieten, ist schon ein Teil einer Portfolioleistung. Das heißt, ab dem ersten Tag habt ihr eigentlich Portfolio-Leistungen, aber die haben sich da so ein Workaround überlegt und werden euch auf dem ISIS-Kurs auch so informieren. Also ihr könnt euch schon anmelden für den Kurs, aber ihr könnt euch auf ISIS auch die einfach nochmal durchlesen, quasi wie sich die Leute von Einführung in die Programmierung das gedacht haben. Aber einfach im Hinterkopf behalten, ist jetzt eine Portfolio-Prüfung, ich komme da nicht mehr raus, weil bei schriftlichen und mündlichen Prüfungen, gehen wir später mal darauf ein, kann man sich auch sehr spät im Semester noch abmelden. Bei Annalina zum Beispiel kann man sich, bin mir nicht, also mindestens 3 Tage vor Klausur noch abmelden, kann sagen, ich möchte nicht schreiben, ich bin mich nicht gut vorbereitet, weil wie gesagt, ihr könnt so viel oder so wenig Module im Semester machen, wie ihr wollt, und könnt das halt auch bei den schriftlichen und mündlichen Klausuren relativ spät entscheiden, bei den Portfolioprüfungen aber nicht. Auf Moses findet die Prüfungsanmeldung statt. Moses hat für dieses Semester ein kleines Update bekommen. Früher stand, wenn man angemeldet ist, oben Vorlesungsverzeichnis, Modulverzeichnis und Klausuren. Ihr meldet eure Klausur, weil es keine Klausur ist, nicht über dieses Klausurenplanungsding an, sondern übers MTS. Also es ist ein bisschen irreführend. Wenn ihr Portfolioprüfung anmelden wollt, geht ihr auf Modultransfersystem und dann auf Modulprüfung anmelden. Es wird auf ISIS auch erklärt, aber es ist nicht unter dem Klausurentab. Einfach ist eine digitale Altlast, weil die Fakultät 4 schreibt keine Klausuren mehr. Wir schreiben Modulprüfung, aber sie haben es da oben halt nicht gefixt bekommen. Die Anmeldungsmaske ist eigentlich selbsterklärend. Man klickt sich durch, sagt, welches Modul man machen möchte, in welchem Semester man ist. Und dann fragt das System einen nochmal, okay, sind das deine persönlichen Daten? Ist das deine Matrikelnummer und du möchtest dieses Semester schreiben? Dann klickst du auf Ja, dann geht die Anmeldung durch und bekommt danach eine Tabelle zurück, zu welchen Klausuren ihr angemeldet seid. Und dann könnt ihr euch über das gleiche System auch wieder abmelden bis 3 Tage vorher. So. Wir haben hier aus den letzten Jahren, es wird euch wahrscheinlich nicht begegnen, also jedenfalls im ersten Semester nicht. Aber wir hatten das in den letzten Jahren, weil Hackangriff und Serverdown und Corona und Kram, sollte Moses nicht funktionieren, hat die Uni ein Ausweichsystem, wie ihr euch anmelden könnt. Das nennt sich gelber Zettel. Also es ist ein PDF-Dokument und kein Zettel mehr, aber es war mal ein Zettel, der einen gelben Durchschlag hatte, vor weiß ich wie viele Jahren, vor meiner Zeit. Und diesen gelben Zettel muss man irgendwo abgeben, weil man halt seine Anmeldung auf Papier geschrieben hat und den gelben Umschlag abgegeben hat. Es ist jetzt ein PDF-Dokument. Solltet ihr das aus irgendeinem Grund brauchen, erklärt euch der ISIS-Kurs und der Modulverantwortliche, wie das auszufüllen ist. Ansonsten ist der gelbe Zettel auch relativ selbsterklärend. Also man füllt ihn halt aus und dann schickt man ihn dahin, wo der ISIS-Kurs das haben möchte. Ansonsten haben sich die Wirtschaftsinformatiker der Freitagsrunde dieses Flowchart überlegt und dem könnt ihr dann, wenn ihr Folien später habt, auch einfach nochmal abgehen. Aber der erste Ausgang ist, meldet euch über MTS Moses an und
Das sollte in 99% der Fällen auch funktionieren. Ja, und ansonsten habe ich mir sagen lassen, lernen die Wirtschaftsmathematiker sowas zu machen im zweiten Semester. Also viel Spaß dabei. Sieht furchtbar langweilig aus. Okay. Ihr habt Vorlesungen gehört, ihr habt Klausuren angemeldet. Vorlesungen und Klausuren erfolgen nicht zeitgleich. Also die Vorlesungszeit hört auf und danach geht die Klausurenzeit los. Deswegen geht jetzt der Übergang zu, okay, wir haben 10, 14 Wochen Annalina gehört, wir haben unser Hausaufgabenkriterium gemacht. Es geht jetzt los, sozusagen in die Klausurenphase. Genau. Annalina ist eine schriftliche Prüfung. Ich weiß nicht, wie lang die Prüfung dieses Semester ist. Unterscheidet sich jedes Semester ein bisschen, je nachdem, ob sie euch digital auf Laptops schreiben lassen, aber im Hörsaal oder euch online schreiben lassen oder ob ihr in Präsenz schreibt. Es war mal eine sehr lange Klausur. Meine Klausur war Corona-bedingt kürzer. Also, aber bekommt ihr mit. So. Annalina hat ein Hausaufgabenkriterium. Könnt ihr über Isis und Moses erfahren. Also ihr müsst 50% der Hausaufgaben haben, damit überhaupt zur Klausur zugelassen werden. Also dass ihr euch überhaupt anmelden könnt. Wenn ihr das Hausaufgabenkriterium nicht schafft, ist auch kein Problem. Ihr meldet die Klausur halt nicht an, aber könnt die Klausur halt auch nicht schreiben. Habt ihr das Kriterium, habt ihr bis eine Woche vor der Prüfung Zeit, euch anzumelden. Die eine Woche kommt daher, dass das Fachgebiet wissen muss, wie viele Klausuren es ausdrucken muss. Und also Annalina ist halt ein großer Kurs und es machen nie alle das. Und wenn man selbst 10% zu wenig, also oder zu viel Klausuren ausdruckt, hat man halt 100 mal 10, also über 1000 Blätter irgendwie rumliegen, die man nicht benutzen kann, nachdem Klausur durch ist. Also deswegen eine Woche vorher an, spätestens anmelden, weil dann ja, Klausuren gedruckt werden und Kram. Und Abmeldung ist bis 3 Tage vor der Prüfung noch möglich, ohne Angabe von Gründen. An dieser Stelle dann nochmal ein bisschen Eigenwerbung. Die Freitagsrunde bietet eine Klausurensammlung an auf ja, docs.freitagsrunde.org/Klausuren oder Klausurensammlung Freitagsrunde. Und wir versuchen, so viele Klausuren wie möglich über so viele Module wie möglich zu sammeln. Also ihr könnt euch alte Annalina-Klausuren zum Beispiel angucken und ihr könnt auch im Verlauf eures Semesters uns Klausuren schicken, weil nur so funktioniert das System, es ist ein Geben und ein Nehmen. Und ja, aber vielleicht ein Besuch wert und sehr hilfreich, wobei keine Garantie auf die Lösungsangaben, die da hochgeladen werden, weil es sind auch nur Studis, die die Lösungen, sozusagen Lösungsvorschläge mit hochladen. Und weil ich nicht wusste, wo ich sonst unterbringen sollte, die Freitagsrunde hat verschiedene Logos. Da oben ein TUCAN oder TUCAN und ansonsten die vier Fakultät für ja, die vierte Fakultät. Also wenn ihr das Logo irgendwo seht, ist die Freitagsrunde. Dann kann es passieren, dass ihr die Klausur nicht schreiben könnt, weil ihr krank seid. Und die Frist zur Krankmeldung ist bis 5 Tage nach Klausur. Und ja, muss beim Referat Prüfungen eingereicht werden. Im Endeffekt, die Uni ist eine Behörde. Die Uni hat eine Abteilung, die diese Krankmeldung regelt. Und das Referat Prüfung braucht euer ärztliches Attest ohne Grund. Es gibt auch andere wichtige Gründe, außer dass man selbst krank ist. Genau. Ansonsten, gerade bei. Es ist so ein bisschen kompliziert mit der Krankschreibung. Also, man kann gerade bei Portfolioprüfungen, man kann das System nicht cheaten. Man kann nicht sagen, oh, ich bin krank und jetzt bin ich raus für das Semester. Also, man kann natürlich schon, aber im Endeffekt muss man dann die nächsten Prüfungsteilleistungen gleich mitmachen. Also man kommt aus den Portfolioprüfungen nicht mehr so wirklich raus. Wenn da was unklar ist mit den Krankschreibungen, ich habe mich noch nicht so oft zur Klausuren krank gemeldet, aber
lasst euch auch da nochmal beraten von der allgemeinen Schulberatung und so. Also einfach nur, dass ihr euch nicht angreifbar macht. So. Wir haben die Klausur geschrieben oder uns krank gemeldet. Nach jeder Klausur wird die Klausur korrigiert und es gibt eine Einsicht. Ihr könnt eure Klausur nochmal angucken gehen. Das solltet ihr auf jeden Fall machen, weil, also es sind zum Beispiel, Annalina, sehr viele Klausuren. Wenn sie per Hand korrigiert werden müssen, sind das halt 10, 20, 30 Leute, die 1000 Klausuren korrigieren müssen. Und im Zweifel, wenn es zwischen zwei Punkten ist, je nachdem, welches Fachgebiet es ist, manche Fachgebiete sagen einfach immer das Schlechtere oder immer das Bessere. Man kann da auf jeden Fall nochmal nachgucken, ob sozusagen das wirklich so funktioniert oder ob man nicht dann auch ein bisschen sozusagen, ey, ich meinte aber das und das. Also auf jeden Fall hingehen, auch um es als Lernerfahrung mitzunehmen, um zu verstehen, wo man was falsch gemacht hat. Und man kann eine Vertretung schicken. Und man kann, also es gibt die Möglichkeit, ein Gegenvorstellungsverfahren zu beantragen. Das ist dann rechtliche Schritte einzuleiten. Und die Uni hat ein internes System, um das zu machen. Lasst euch vielleicht auch da vorher nochmal beraten, bevor ihr das macht. Aber theoretisch steht euch die Option, also ihr könnt sozusagen, ihr müsst es nicht hinnehmen. Das ist der Punkt sozusagen, den ihr mitnehmen sollt. Genau. Ansonsten, Noten werden sozusagen prozentual umgerechnet gemäß einem Notenschlüssel. Die Fakultät 4 hat drei oder jetzt vier verschiedene Notenschlüssel und ihr könnt auf Moses immer nachgucken, welcher Notenschlüssel für euch gilt. Also es gibt manche, die erst ab 95 von 100 Punkten die 1,0 geben, andere geben ab 85 von 100 Punkten schon die 1,0. Und es ist vielleicht wichtig zu wissen bei der Modulplanung, naja, also wie sehr man sich anstrengen muss oder wann man aufhören kann. Man kann halt bei manchen Modulen, wenn man 85 Punkte hat, kann man sagen, okay, besser als 1,0 wird halt nicht. Und dann, also ich weiß nicht, wenn man halt irgendwas schedulen muss, dann macht es vielleicht Sinn, so eine Überlegung anzustellen. Ihr könnt sozusagen Notenschlüssel auch auf Moses einsehen. Es ist für jedes Modul angegeben. Es gibt da keine Überraschung und der kann auch nicht geändert werden. Also theoretisch, wenn die Klausur ganz schlecht ausfällt, kann er noch verbessert werden, aber er kann nicht zu eurem Schlechteren ausgelegt werden, so rum vielleicht. Ansonsten haben wir zwei Prüfungsphasen direkt nach der Vorlesungszeit. Also Februar, Anfang März nächsten Jahres ist eure erste Möglichkeit, Annalina zu schreiben. Oder am Ende der Vorlesungszeit, also wann ist das für euch im nächsten Semester? Irgendwann Juli, August oder anders. Aus dem letzten Semester, wenn der Vortrag hier zu Ende ist, in 2 Stunden schreiben hier Leute wieder Klausur, weil sozusagen sie den Zweitermin jetzt wahrnehmen und hier Klausur schreiben. In der Regel aber 3 Wochen direkt nach der Vorlesungszeit und 3 Wochen vor Beginn der nächsten Vorlesungszeit, was ja genau jetzt ist. Und es wird jetzt halt die Woche noch 4 Klausur auf dem Campus geschrieben, überall. Grundsätzlich hat man pro Modul 3 Versuche. Der letzte ist immer mündlich. Und wir haben seit diesem Semester einen vierten mündlichen Versuch nach spezieller Beratung durch die Studienfachberatung. Ich würde euch nicht empfehlen, das mit dem vierten Versuch auszuprobieren. Also spätestens nach dem zweiten Versuch in Pflichtmodulen würde ich gucken, ob ich irgendwas anders machen würde in der Art und Weise, wie ich studiere. Und die andere Sache ist, das ist jetzt für euch noch nicht so relevant, aber wenn ihr eure Grundlagenmodule durch habt, habt ihr Wahlmodule, wo ihr machen könnt, was ihr wollt, also auch Nicht-Informatik-Module und ihr habt Wahlpflichtmodule, wo ihr aus einem Katalog auswählt, wo ihr zum Beispiel, also der Katalog bei den Informatikern im Bachelor sind 110 Module und ihr müsst 5 davon machen. Welche ihr machen wollt, oder ist egal, aber ihr müsst 5 machen. Wenn ihr durch ein Wahl- oder Wahlpflichtmodul durchgefallen seid, könnt ihr es ersetzen. Ihr könnt, bevor ihr ein anderes Modul anfangt, sagen, ich bin einmal durchgefallen oder ich bin auch zweimal durchgefallen, ich möchte nicht den dritten Versuch machen.
Und dann könnt ihr sagen, ich ersetze es mit diesem Modul, das ich noch nicht bestanden habe. Also ihr könnt nicht irgendein anderes Modul bestehen gehen und sagen, ich ersetze jetzt, sondern ihr müsst vorher sagen, ich möchte ersetzen und zwar durch das Modul, wo ich die Prüfung noch nicht geschrieben habe. Also wichtig, vorher informieren und vorher beantragen. Und Achtung, manche Kataloge sind klein. Also die Informatik hat zum Beispiel einen theoretischen Informatikkatalog mit 3 Modulen. Da könnt ihr nicht lange ersetzen. Also quasi überlegt euch vorher gut, wie viel ihr lernt oder wie viel Aufwand ihr reinschränkt. Ansonsten bei solchen Sachen, es ist in der ersten Woche noch nicht so wichtig. Prüfungen sind noch lange hin. Guckt vorher vor den Prüfungen nochmal nach. Und wenn quasi nach der Einsicht durch eine Klausur durchgefallen ist, lasst euch nochmal beraten. Aber es gibt Beratungsstellen, nur dass ihr halt, also dass ihr informiert seid und dass ihr wisst, was ihr tut, weil nichts ist ärgerlicher, als irgendwo einen Fehlversuch zu haben und den nicht mehr rauszubekommen und irgendwie halt wirklich organisatorisch großen Aufwand zu haben. Genau, ich hatte es schon mal erwähnt, Paragraph 70 Absatz 3 ALG-STUPO. Im ersten Semester könnt ihr durch beliebig viele Module durchfallen, beziehungsweise einmal pro Modul, aber ihr könnt halt durchfallen, ihr habt einen Freiversuch. Das ist eingebaut worden, damit Leute quasi mehr Klausuren im ersten Semester, dass Leute sich trauen, Klausuren zu belegen im ersten Semester. Nutzt es vielleicht ein bisschen. Also, es ist halt viel, aber probiert euch in den Klausuren im ersten Semester aus, weil sonst danach gibt es keinen doppelten Boden mehr. So, letzte Sache. Wir haben Klausuren geschrieben, Einsicht oder wir sind durchgefallen und das nächste Semester geht los. Und bevor das nächste Semester losgeht, muss man sich rückmelden, was ein quasi kompliziertes Wort dafür ist. Man muss seine Studiengebühren fürs nächste Semester wieder bezahlen. Und man muss der Uni einmal mitteilen, ich möchte nächstes Semester nochmal studieren. Und diese Mitteilung erfolgt dadurch, dass du den Geld überweist. Und theoretisch könnt ihr in Tuport, also theoretisch kann die Uni noch ein paar andere Sachen von euch fordern, zum Beispiel euren Versicherungsstatus und ein paar andere Dokumente. Ihr könnt in Tuport einsehen, welche Dokumente es sind und was die Uni von euch will. Geld will sie auf jeden Fall. Ja, und eventuell Krankenkassennachweis, der kann sich vor allem ändern, wenn man 25 wird, weil man dann die Familienkasse, Familienversicherung verlässt. Ihr habt dafür 2 Termine. Den letzten Samstag der Vorlesungszeit ist der erste Termin, wo ihr ohne Strafgebühr Geld überweisen könnt. Und der letzte Tag, bevor das nächste Semester losgeht, ist der Tag, wo ihr mit Strafgebühr noch quasi euch rückmelden könnt. Die Strafgebühr sind 20 € oder so. Und Semesterbeitrag kommt darauf an, ob wir nächstes Semester ein Semesterticket haben oder nicht. Im Augenblick sind es 100 irgendwas Euro mit Semesterticket. Keine Ahnung, wie teuer das nächste Semester ist, wenn wir eins haben. Genau. Dann hier nochmal gezeigt, Tuport war ja eins der Orga-Systeme. Ihr könnt auf Tuport eure Immatrikulation als PDF runterladen und ihr könnt halt auch nachgucken, was die Uni bei der Rückmeldung von euch möchte. Also neben halt der Überweisung, da könnt ihr auch sehen, ob die Überweisung eingegangen ist, ob halt irgendwelche Nachweise noch offen sind. Ah, Moment. Genau. Geht es? Ich lasse es, läuft als kurzes Video. Hier ist quasi die Bescheinigung und man klickt auf egal welche Bescheinigung rauf und es kommt ein Error. Das liegt daran, dass die Bescheinigung von auf dem Server im Hintergrund generiert wird und die Webseite schneller ist, als sozusagen die Bescheinigung als PDF per LaTeX generiert werden kann. Ihr müsst ein zweites Mal draufklicken. Also wenn die Errormeldung kommt, einfach nochmal klicken. Und ansonsten mag die Uni Safari und ein paar andere Browser überhaupt nicht, weil irgendwie Cookie-Probleme und Kram. Also wenn es gar nicht klappt, anderen Browser ausprobieren. Ihr kommt irgendwie an eure Informationen. Es ist nur, ja, einfach bei der Error-Meldung Seite neu laden, anderen Browser nochmal klicken. Man gewöhnt sich dran. Und als letztes System
Nach euren Klausuren könnt ihr euren Notenauszug als PDF runterladen über QISPOS, Abkürzung für Qualitätsverbesserung im Internet durch Selbstbedienung, Prüfungsorganisationssystem. Der Name klingt veraltet, weil das System halt auch mega alt ist und eigentlich auch nie modern war. Und im Endeffekt, die Selbstbedienung ist, ihr könnt klicken und es wird eine PDF für euch generiert. Das ist keine statische Webseite. Und ihr kriegt halt eine PDF mit eurem Notenauszug. Da lohnt es sich ab und zu nachzugucken. Es wird per Hand, werden eure Noten eingetragen. Man kann sich da, also es soll schon vorkommen sein, dass da falsche Sachen eingetragen worden sind. So und zum Besseren oder zum Schlechteren, so. Ihr könnt ja dann entscheiden, was ihr damit macht. Aber zum Schlechteren würde ich auf jeden Fall nochmal sagen, Moment, ich habe da was anderes geschrieben. So. Genau. Und dann geht das Ganze eigentlich wieder von vorne los. Ihr überlegt euch wieder, welche Module ihr macht. Ihr nutzt das Heft und guckt nochmal nach, ob ihr nichts vergessen habt. Ihr quatscht euch ab und das System geht von vorne los und es wird auch, man gewöhnt sich dran. So, also ich war in der ersten Woche auch mega überfordert mit dem Kram. Ab dem zweiten, dritten Semester wird es besser und man versteht, wo was kaputt ist und wo man klicken muss. Ansonsten habe ich noch ein paar Tipps und Tricks und dann quasi, wenn noch Fragen sind, beantworte ich gerne und sind wir auch durch. Nochmal, stellt Fragen, fragt die Studienfachberatung. In den kommenden Wochen geht in die Sprechstunde, schreibt keine E-Mails, weil der E-Mail-Backlog zu hoch ist. Geht zur allgemeinen Studienberatung, fragt die Freitagsrunde, fragt höhere Semester einfach irgendwo. Alle wissen, dass jetzt viele Erstes auf dem Campus sind und alle können euch helfen. Alle studieren hier schon länger, als ihr es tut. So, ihr findet jemanden, aber quasi lauft nicht mit offenen Fragen rum und merkt am Montag irgendwie, ups, ich habe meine Vorlesung jetzt verpasst, die erste, weil ich habe mich nicht informiert. Ansonsten, ich habe am Anfang gesagt, eine Vorlesung ist 2 Stunden. Das ist so ein bisschen gelogen. Eigentlich fangen die Vorlesungen CT an. Also mit Zeit, also lateinisch cum tempore, das heißt eine Viertelstunde nach und gehen dann auch nur bis Viertel vor, damit ihr Zeit habt, den Raum zu wechseln. Also wenn ihr Annalina von 10 bis 12 hört, hört ihr eigentlich von 11 Uhr, von 10:15 Uhr bis 11:45 Uhr und habt dann Zeit, bis 12:15 Uhr in den nächsten Raum zu gehen, weil ihr teilweise über den ganzen Campus laufen müsst, weil die Uni darauf keine Rücksicht nehmen kann. Eigentlich sind alle Lehrveranstaltungen, alle Tutorien, alle Vorlesungen, alle Übungen mit Zeit, also mit CT. Damit es dann kompliziert wird, Klausuren fangen ST an. So. Und ja, also meistens sind die dann ähnlich gut organisiert wie ich hier vorne mit meinem Technikkram und es dauert dann doch bis CT, bis sie anfangen, aber es empfiehlt sich da pünktlich zu sein, weil halt blöd, wenn man da Zeit wegwirft. Das betrifft wahrscheinlich nicht alle, aber beim Stichwort Klausuren, die Universität hat ein Verfahren, wir haben Nachteilsausgleiche. Sollte es irgendeinen Grund geben, einen berechtigten Grund geben, warum ihr es schwerer habt, Klausuren zu schreiben, könnt ihr beantragen, dass es mehr Schreibzeit gibt, dass ihr nicht im großen Hörsaal schreiben müsst. Also es gibt Gründe, warum es nicht einfach ist, eine Klausur zu schreiben. Und die Uni hat Systeme, das aufzufangen. Macht davon Gebrauch, wenn ihr euch von einem der Themen oder was weiterem informiert, euch irgendwie angesprochen fühlt. Dann nochmal, wir haben das E-Woche-Heft als Papierform. Wir haben es auch online. Ihr könnt alles nachgucken, alles erfragen, was ihr braucht. Die Freitagsrunde hat eine Campuskarte. Der Campus ist groß. Die Uni hat auch eine Campuskarte, aber quasi es gibt Möglichkeiten, eure Gebäude zu finden. Es wird viel in Abkürzungen gesprochen. Nutzt die Campuskarten, um zu verstehen, wo was ist, und nutzt die Campuskarten in Kombination mit den Plänen, um irgendwelche Veranstaltungen zu finden. Und nutzt die Campuskarten, um zum Beispiel die Studiecafés oder die Studieninitiativen zu finden, weil die teilweise sehr versteckt auf dem Campus sind. Ja, und damit heiße ich euch nochmal willkommen an der Fakultät 4 und an der TU Berlin. Hoffe, ihr habt die nächsten 2 Wochen eine gute Zeit und einen guten Start in euer Studium. Ja, und bitte. Bevor ihr jetzt geht,
würde ich euch noch dazu einladen, am Kicker-Turnier teilzunehmen. Die Sache ist nur, dass es noch komplett gar nicht organisiert ist und dass ich das voll gerne mit ein paar Leuten von euch organisieren würde, falls ihr Lust habt, entweder auch nur zu organisieren oder auch teilzunehmen, aber vorher zu sagen, okay, können wir es nicht so und so und so machen, dann kommt doch einfach am Freitag vorbei und sagt Bescheid. Also vorbeikommen, Freitagsrunde. Ja. Ja.